Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 3, sechste Mission von den Asiaten. Ja, wir sind hier stehen geblieben, bei der Abwehr unserer Station hier, also unseres Landes. Die Gegner greifen hier noch fleißig an, so zwischendurch mal. Womit sie aber nicht wirklich durchkommen. Hoffe ich zumindest. Also bisher ist ja ganz gut geboren alles. Aber die werden immer stärker hier anscheinend. Mischen auf jeden Fall sehr viel auf hier. Aber ich habe auch eine gute Verteidigung. Und auch ein paar Soldaten mehr. So, jetzt die ganzen Bogenschützen hier. Leg's dann nieder, los. Ja, sehr gut. So muss das sein. Jawohl. So, ihr könnt wieder zurück. Ihr bleibt auch hier. So. Ihr geht hier runter. Haben wir denn hier? Ja, göttliche Gabe können wir wieder. Da fehlt ein Hammer. Und ich werde mal ein zweites Handelsschiff machen. Damit es hier vielleicht mal ein bisschen schneller geht. Mit dem Rüberschaffen. So, ich riskiere es einfach mal hier ein bisschen Land einzunehmen. Vielleicht schaffen wir das ja. Ohne dass wir da irgendwelche Träger verlieren. Vor allem den Platz, den brauchen wir auch. Komm schon. So. Schön in den Rücken gefallen. Jetzt gucken wir mal, wo wir die Soldaten noch hinkriegen. Können ja mal ein bisschen vorrücken ins Land. So, das läuft. Und hier haben wir noch ein paar mehr. So, alle schön Land einnehmen, ne? Genau, ihr könnt da unten Land einnehmen. Bleibt mal hier. So, ihr helft mal schön mit da. Sehr gut. So, wunderbar. So, dann gucken wir uns mal hier gerade um. Da haben wir noch einen Römer. Und da oben ist noch einer am Langlaufen. Den sehe ich doch gerade. Ein paar Ägypter kommen auch noch. Dann werden wir es so machen, teilen wir uns mal ein bisschen auf hier. Dass wir hier ein bisschen die Abwehr haben. Und auf der Seite. So, die kommen noch hier rüber. Dann stärken wir uns erstmal ein bisschen damit. So. Den Bogenschützen auch noch wegmachen und dann haben wir es erstmal. Sehr gut. Dann zieht man hier durch. Und dann holen wir erstmal die Sachen hier ab. Kann ja nicht sein, dass das hier so lange dauert. Oh, vor allem die Waffen. Oh, schön, schön, schön. So. Dann würde ich sagen, baue ich hier einfach auch noch ein bisschen. Ne, wir wollen.
Ich wollte hier Soja. Wollte jetzt hier die Produktion für die Bäume machen, also fürs Holz. So, ihr kommt mal wieder zurück. Na, komm. Bin doch schon in meinem Land. Weiter geht's nicht. So, Aufwertung machen, genau. So, du gehst da, genau. Und schon wieder dieselben. Ach komm, du einer Bogenschützer hier. So. Und zurück bitte. So, dann nehmen wir hier ein bisschen erstmal noch Land ein. Dann würde ich hier nämlich vielleicht eine kleine Verteidigungslinie noch hinbauen. So mit Burgen oder Türmen. Damit wir das ein bisschen safe haben hier unten. So. Okay. Das Schiff lädt jetzt alles ab. Oh, ein bisschen Nahrung, ein paar Schwerter, sehr gut. Und der nimmt gleich alles auf. So. Geht das so? Ja, das haut hin. Der kann sich den Sumpf da vornehmen. Dann machen wir da den Wald. Und hier. Und der kann sich das hier vornehmen und den reißen wir immer ab. Genug Holz haben wir ja da. Na, wird's was? Ja. Wollte schon sagen. Will er nichts, kriegt er nichts. So, sehr gut. Jetzt greifen die erstmal nicht mehr an. Ich denke mal, ich werde hier eine Burg hinbauen. Um das safe zu haben. So, dann kommt mal her hier. Das sind die letzten auf jeden Fall. Dann werde ich die wieder zu Trägern machen. Und dann können die sich an dem Bau beteiligen hier. So. Wollen wir mal gucken, ob die das hier überstehen. Ich glaube eher weniger. Zur Not habe ich ja noch die Soldaten hier, aber die ziehen sich so schon zurück. Die sind schon zu feige. So. Sehr gut. Und dann können wir hier unten noch ein Lazarett hinbauen. Da muss ich mal nicht mehr hier hochlaufen. Oh, ein paar Soldaten, okay, die können wir sehr gut gebrauchen. So, sucht mal da oben. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Nahrung wäre auch nicht schlecht. So, der hat Nahrung jetzt bei sich, sehr gut. Können wir nicht noch Getreidefarm irgendwo hinbauen? Ja, hier noch eine, aber irgendwo mehr Platz ist vielleicht. Wenn man noch was vom Getreide hat, aber ist irgendwie sehr mager hier. Allerhöchstens könnte ich hier halt noch mal was bauen. Wenn wir dann hier unten das Land haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen hier. Ja, das Einzige, was fehlt, ist Kohle. Und Lager anscheinend noch. Die sind ja alle anscheinend voll. Also, beziehungsweise das eine Lager, was wir haben. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. Dann werden wir erstmal zwei bauen.
So. Wie sieht's hier aus? Wunderbar. Göttliche Gabe. Oh, so viel Kohlen und Eisen wieder. Ach, ich liebe diese Zauber. So, dann geht man da hin. Oh, Kohle, sehr gut. Nehme ich dankend an. So, Frage ist, wen greifen wir als erstes dann an? Die gelben? Oder die blauen? So, haben wir denn noch Äxte? Wenn nicht, müssen wir halt zwei machen, aber schauen wir mal. Bauen wir einfach mal zwei Äxte. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir haben keine. Vielleicht irre ich mich auch. Aber ist ja auch egal. So, hat der noch Kohle? Nee. Okay, der ist fertig. Der macht noch mal eine Waffe. Schauen wir mal, wie es bis dahin läuft. Was haben wir da noch? Ah, die Biologen, okay. Eine Destille. Bauen wir mal dahin. So. Da kommen ein paar Soldaten runter. 12 und 8, okay, das geht ja noch. So. Noch eine Destille am besten hier hin. Dann läuft es vielleicht auch ein bisschen schneller hier mit dem Alkohol, ne? Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir noch ein paar Träger. Platz haben wir bloß nicht, scheiße. Müssen wir warten, bis wir die Burg fertig haben hier. Wenn wir die Burg fertig haben, dann können wir hier auch einen Träger hinbauen. Also, Wohnhäuser. Da ist Schwefel, Kohle. Der findet keine Bäume mehr, hier gibt es ja noch. So, Soldaten sammeln wir jetzt auf jeden Fall ordentlich. So, da brauchen wir vier Bretter. Da brauchen wir auch noch vier Bretter, okay. Sehr gut. Also Nahrung haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal safe. Bei jeder Kohlenmine. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Da dauert es noch ein bisschen. Ich überlege mir gerade, ob wir nicht die Ägypter und die oder die Römer angreifen. Also die Blauen. Weil, ja, je nachdem wer stärker ist, ich würde mich wahrscheinlich eher die Ägypter erstmal angreifen, bevor ich die Römer angreife. Ich glaube, die Römer sind ein bisschen stärker. Weil ich habe bei den Ägyptern noch keine Krieger gesehen, die eine Stufe höher waren. Oder zwei, je nachdem halt. Bei den Römern waren ja schon ein paar von denen stärker. Aber na gut, werden wir ja sehen. Vielleicht irre ich mich auch. So, bei der Burg fehlen noch vier Bretter, okay. Das Lazarett ist dann fertig.
Hier kommen dann auch die Bretter an. Okay, die Burg ist dann auch fertig.